Ich ziehe das EPO auf eine 1-Milliliter-Spritze. Jetzt spritze ich die subkutane Injektion in meinen Unterbauch. Ganz vorsichtig, dann tut's nicht weh. Du drückst einfach die Haut zusammen, ein kurzer Druck und das war's. Er weiß, wie es geht. Und er weiß, wovon er spricht. Mexico City, Sommer 2009. Wir treffen ihn, Angel Heredia. Mexico City ist ein idealer Ort für Doper und deren Hintermänner. Hier in Mexiko gibt es eine große Auswahl an Steroiden, Testosteron. Du kriegst dir Wachstumshormone, Insulin, EPO. Für mich war nichts unmöglich. Alles war möglich. Er hatte bei den US-Behörden als Kronzeuge ausgepackt, nachdem sein Wirken 2005 aufgeflogen war. Über ein Jahrzehnt hatte Heredia großen Anteil daran, dass viele der besten Leichtathleten die Sportwelt betrogen. Ich hatte mindestens 45 Athleten und von diesen 45 waren mindestens 32 Weltklasse. Sie sind sicherlich vertraut mit Antonio Pettigrew, Jerome Young. Sie kennen sicher Marion Jones, Tim Montgomery, CJ Hunter, Dennis Mitchell. Mit den besten Sprintern des letzten Jahrzehnts stand ich in Verbindung. So ziemlich jeder Top-Athlet, den Sie sich denken können. Jetzt kommt Marion Jones. Marion Jones fliegt das. Montgomery gewinnt. Überlegen. 9,78 Sekunden. Jerome Young auf der Bahn 6 führt noch. Jerome Young gewinnt. Angel Heredia zeigt uns, wie es geht. Eine Apotheke im Stadtzentrum. Nach nur einer Minute haben wir Wachstumshormone in der Hand. Sag mal, können wir auch EPO bekommen? Offensichtlich kein Problem. Haben Sie eigentlich Gonacor? Im Angebot auch dieses spezielle Hormon. Und gleich in die nächste Apotheke. Auch hier ist kinderleicht EPO zu haben. Alles rezeptfrei. Abnehmer für diese Produkte standen einst Schlange bei ihm. Wir bräuchten 3000 bis 4000 Einheiten EPO für die Weltmeisterschaft. Testosteron und Adrenalin für den Wettkampf. Schick mir Wachstumshormon nach Hause. Ich laufe in Zürich. Ich habe eine Frage wegen des IGF. Weil da Insulin drin ist, ist es besser, als Insulin allein zu nehmen? Hier lebte er lange Zeit. Im Gebiet zwischen Texas und der Region Tamaulipas im Nordosten Mexikos. Von hier aus betrieb er über ein Jahrzehnt lang seinen schwungvollen Handel mit Dopingmitteln für Leichtathleten aus aller Welt. Nur der Rio Grande trennt das mexikanische Wüstenstädtchen Nuevo Laredo vom texanischen Laredo. Wir sagen offenes Tor dazu. Viele Sportler lebten in den USA, in Texas zum Beispiel. Gut, dass ich gleich in der Nähe war. Nur eine kurze Kontrolle. Niemand schaut ins Auto rein. Nicht einmal der Kofferraum muss geöffnet werden. So einfach gelangen Dopingmittel über diese angeblich gut gesicherte Grenze. Oberösterreich, Salzkammergut. Wir sind mit Stefan Macina verabredet. Bis vor ein paar Monaten saß er noch im Gefängnis, untersuchungshaft. Der Grund? Verdacht auf Dealen mit Dopingmitteln. Auf der einen Seite natürlich sich darum kümmern, dass die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und auf der anderen Seite keine positiven Dopingtests dabei herauskommen. Von hier aus steuerte Macina bis Frühjahr 2009 Dopingprogramme für Sportler, vor allem aus Europa. Auf der einen Seite habe ich mir Informationen besorgt von Ärzten, von Kollegen, von Sportlern. Wie funktioniert was? Wer braucht was? Also das zu erforschen, wie tickt praktisch jeder einzelne Athlet und den dann darauf abzustimmen, was er wirklich braucht. Seine Kunden, Radsportler, Triathleten und Leichtathleten. Auch ein Deutscher war darunter. Ich hatte einen deutschen Leichtathleten, einen Top-Läufer. Ich habe ihm Designer-Steroide zukommen lassen. Dieser deutsche Athlet, den Macina mit Designer-Steroiden versorgt haben will, ist deutscher Meister in diesem Jahr. Die Dopingfahnder können viele Substanzen, wie wir sie etwa in Mexiko gekauft haben, gar nicht oder nur schwer nachweisen. Zum Beispiel Wachstumshormon. Noch nie wurde ein Athlet damit des Dopings überführt. Nun, ich muss sagen, wahrscheinlich 9 von 10 Athleten nehmen Wachstumshormone. Angel Heredia ist studierter Chemiker
Er kann, wenn er will, raffinierte Dopingmittel immer noch selbst herstellen. Okay, what I'm doing here. Okay, was ich hier herstelle, sind 50 Milligramm einprozentigen Testosterons, eine einfache Dosis. Das kannst du ein-, zweimal am Tag machen, immer abhängig von den Dopingjägern. Wirst du in den nächsten 2 Stunden getestet, kannst du einfach die Dosierung verändern. Zum richtigen Zeitpunkt angewendet, für Dopingtester in den seltensten Fällen nachzuweisen. Die Variation der Dopingmittel fast unermesslich. Wenn du als Athlet besser wirst, wenn du anfängst, Geld zu verdienen, wenn du über 50.000, 100.000, über 300.000 Dollar im Jahr bekommst, dann wirst du clever, willst nichts riskieren, willst sicher gehen, dass du trotz allem immer eine Garantie hast, du bist sauber. Du sorgst dafür, dass es kein Problem gibt, egal wann du getestet wirst. Du kannst einfach deine Probe abgeben und sie wird sauber sein. Im ersten Moment hat's geklappt. Oh, stark. Ja, ist dann das zu glauben? Ich habe die Tester viele Jahre richtig gut getäuscht. Und wenn ich mich jetzt entscheiden würde, wieder einzusteigen, könnte ich es heute noch. Er nimmt uns mit in eines von vielen Laboren, in die und ausgehen kann, wie es ihm beliebt. Angel Heredia ordert für uns einen Bluttest, wie er sie früher stets für die dopenden Athleten durchführen ließ. Er kann in diesem Labor genau erfahren, wie er den Sportler ideal auf Dopingmittel einstellen kann. Voraussetzung für Gebrauchsanweisungen für den Betrug im Sport. Zum Beispiel für einen Hürdensprinter, der auch an einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft teilnahm. Und dann kommt jemand und sagt, der muss gedopt sein. Und dann sagen sie, nein, er hat jeden Test bestanden. Aber wie soll ein Testsystem glaubwürdig sein, das so viele Lücken hat? Hier trainiert der Superstar der internationalen Leichtathletik, der schnellste Mann der Welt seit den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Ich finde es gut, getestet zu werden. Das ist besser für die Athleten und sorgt dafür, dass der Sport wieder das wird, was er mal war. Wir kriegen dadurch mehr Aufmerksamkeit und Sympathie bei den Leuten und sie hören auf, Fragen zu stellen, ob wir auf Drogen sind. Haben Sie jemals gedopt? Bitte was? Haben Sie jemals Drogen genommen? Kamen Sie jemals in Versuchung? Waren Sie jemals in der Situation, dass Ihnen jemand leistungssteigernde Mittel angeboten hat und wie haben Sie da reagiert? Nein, nein, ist nie passiert. Schon lange vor Olympia 2008 in Peking gab es Hinweise, dass in Jamaika nicht alles mit rechten Dingen zugeht. August 2008, Peking. Das ist aus, aber jetzt kommt schon Usain Bolt. Ja Leute, was ist das? Usain Bolt, was ist das? Usain Bolt, it's gonna be gold for Jamaica. That is superb, it's a new world record. What our athletes do? Was unsere Athleten machen? Sie trainieren. Sie essen das Richtige. Jamaika hat großartiges Wasser. Die Sportler haben einen gesunden Lebensstil. Trainingskontrollen in Jamaika. Wir fragen bei der Welt-Anti-Doping-Agentur nach, wenige Tage vor der WM in Berlin, wie sie die Fortschritte beurteilt. Sie haben noch immer nicht angefangen, Dopingproben zu nehmen. Und so, wie ich hier heute sitze, sehe ich nicht, dass Sie mit Ihrem Programm angefangen haben. Und das ärgert uns. Zurück in Mexico City. Es gäbe gar kein wirkliches Interesse an Dopingbekämpfung in der internationalen Leichtathletik, glaubt Angel Heredia. Es gehe ums Geld, sagt er. Auch andere wollten immer mitverdienen, weiß er. Auch die Agenten der Athleten. Jeder will da mitspielen. Wenn Sie als Agent 20% von den Athletenprämien kassieren, ich bitte Sie, das ist Ihnen egal, ob er dopt, solange er schnell läuft. Es ist Ihr Pferd. Und Sie kassieren, einfache Sache. Agenten wissen, was abgeht.